Für Strategiearbeit habe ich keine Zeit. Hier in dem Video werde ich dir erklären, dass du mit durch Strategiearbeit eine Menge Zeit sparen kannst und nicht, dass es dir Zeit kostet. Darum geht es hier in dem Video. Ich höre immer wieder, ich habe keine Zeit, ich habe so viele Dinge zu tun, ich habe so viele Projekte zu machen, dass ich von den Unternehmern erstmal sehr schwierig ist, dass ich überhaupt durchdringe, damit das Verständnis für Strategie überhaupt einmal da ist. Jedoch, als Unternehmer sind wir mit diesen ganzen Aufgaben zu sehr im Operativen, zu sehr in den dringenden Aufgaben und zu sehr in den Aufgaben von den Fachkräften bzw. in dem Spezialistenbereich. Das ist als Unternehmer nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, die Vision zu haben, die Ziele zu definieren, den Weitblick zu haben und den Masterplan für den Erfolg des Unternehmens dementsprechend zu erstellen und umzusetzen. Nicht die kleinen alltäglichen Aufgaben. Ich weiß, dringende Aufgaben sind typischerweise, haben die zwei Beine und kommen jeden Tag zur Tür herein oder schicken eine E-Mail oder rufen an. Jedoch ist Strategie bedeutet ja Denken. Denken bedeutet, die Information, die ich habe, zu interpretieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Natürlich sind wir so getrimmt, dass wenn wir Dinge machen, 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 dass das Arbeiten ist. Typischerweise ist, wenn ich sage, das Denken, ich habe die Füße hoch, ich gucke mal aus dem Fenster, wird es eher als Faulenzen oder als Nichtstun abgetan. Aber genau das ist unsere Aufgabe als Unternehmer, um das Unternehmen in die richtige Richtung zu lenken. Mark Twain sagte schon, als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Und genau das passiert in den meisten Unternehmen, mit denen ich zu tun habe. Weil die Ziele aus den Augen verloren wurden, weil vielleicht gar keine Ziele vorhanden sind, kommt dieses operative Hektik. Und durch die operative Hektik ist noch niemals richtiger, nachhaltiger, langfristiger Erfolg entstanden. Deswegen, wenn du dich hinsetzt, wenn du Strategiearbeit machst, wenn du dir genug Zeit nimmst zum Nachdenken, fallen eine Menge dringender Aufgaben ganz einfach weg. Und die wirklich wichtigen, die das Unternehmen nach vorne bringen, die wirklich den Erfolg bringen, die auch zielgerichtet sind, diese Aufgaben stehen jetzt an der Tagesordnung. Und dadurch sparst du eine ganze Menge Zeit. Also, nimm dir die Zeit zum Nachdenken, nimm dir die Zeit für Strategiearbeit und du wirst auf der langen Distanz viel mehr Zeit sparen, als dass du investierst. Probier es einfach mal aus, wenn du Fragen hast. Unten findest du den Link für das Next Level Coaching oder schreib mir eine E-Mail oder schreib deine Fragen in die Kommentare. Ich beantworte sie dir gerne. Viel Spaß bei der Umsetzung, dein Michael.